Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video, diesmal aus Overwatch. Ja, im Hintergrund steht zwar Hanzo unten links, aber das ist der Testserver. Da hat man in der Heldengalerie bei den Helden zwar seine gewohnten Sachen, aber das spinnt hier natürlich manchmal ein bisschen rum. Also gerade jetzt erkennt er, okay, ich habe bestimmte Extras bei Hanzo. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht heute mal um die Brigitte Lindholm, wie sie heißt. Diese hat in der Heldengalerie jetzt auch noch nichts bekommen. Also die ganz normalen Standard-Sprays sind dabei. Und ansonsten halt der normale Skin. Normale heroische Emotes. Also nichts Besonderes, ne? Haben wir eh schon ausgerüstet. Siegerposen auch ganz klassisch. Also da wird noch was dazukommen. Eine Waffe hat sie auch nicht. Es geht aber viel mehr darum, was die Gute denn kann. Deswegen gehen wir mal kurz in den Trainingsbereich. Und dann zeige ich euch, was der neue Supporter drauf hat. Ja, also sie ist eine Mischung aus Supporter und einem kleinen Reinhardt, weil Reinhardt ja gerade ausgewählt wurde. Mal kurz mal bei Reinhardt gucken. Der hat 500 Leben. Und die ganzen anderen Helden. Wie Anna zum Beispiel oder Lucio, die haben alle 200 Leben. Mercy genauso. Moira hat, glaube ich, auch 200. Korrekt. Symmetra hat 200. Und Zenyatta hat auch 200. Ja, also sie ist wirklich mal eine, die zumindest 250 hat. Und wenn wir mal kurz auf F1 gucken, sehen wir, die hat relativ viel, ne? Also die hat eine Nahkampfattacke, die nennt sich Streitflegel. Dann hat sie ein Reparaturset, einen Flegelstoß, einen Barrierenschild, einen Schildstoß und passiv die Inspiration. Und die ultimative Fähigkeit nennt sich Insbrunst, ja? Und der Schlegel ist im Prinzip so, das ist wie eine Art Streitkolben, der halt an der Kette dranhängt und damit haut die dann zu, ja. Ansonsten hat sie mit Linksumschalt noch eine Art Wurfmechanismus da drin. Ja, und vom Damage her ist sie natürlich als Supporter jetzt nicht so, dass sie den hier mit drei Hits machen würde. Ja, sie hat dann noch ein Schild. So ein kleines Minischild, was vor allem sie selber schützt oder Leute, die direkt dahinter sind. Mit 600. Ganz normal. Und wenn man das Schild hat, seht ihr unten, dass da noch was einblendet. Und zwar dieser Schildstoß, ja. Also damit, das ist wirklich vor allem eine ziemlich schnelle Attacke. Damit kann man einfach mal einen Gegner ganz kurz dingsen und meinetwegen dann auch mit dem Wurf da töten, ja. Dann dieses Rüstungspaket. Wir lassen die Typen mal weiter runtergehen, also ganz weit runter, bis sie fast tot sind. Das heilt im Prinzip. Und wenn man das mal jemanden gibt, wenn man das mal jemanden gibt, der noch ein bisschen Leben mehr hat, zum Beispiel er jetzt hier, dann wird der Rest mit Rüstung aufgefüllt. Ja, das seht ihr jetzt sehr schön. Da geht erstmal die Rüstung runter und danach geht das normale Leben runter. Was auch noch was ist, ist ja hier, wenn man F1 wiederum drückt, ja genau, die Passiv, die Inspiration. Das heißt, die heilen sich da. Also wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Schaden mache, kriegen die dort Heilung. Da drüben. Also wie gesagt, Passiv, die heilen sich wieder nach oben. Das seht ihr ja, der Effekt ist dahinter gegeben. Ja, und die Ulti von ihr ist erstmal, dass Typen, also Mitspieler in der Umgebung, Rüstung bekommen. Also wie man es jetzt gerade sieht, sie kriegt mehr One-Speed. Also kann wesentlich schneller und mobiler agieren. Und das spielt sich schon ziemlich gut. Also wie gesagt, auch das Schild. Ja, gut, die Typen hier machen jetzt nicht viel Damage. Also da hält das schon ziemlich viel aus. Aber es ist natürlich ganz nett, ne? Vor allem diese passive Sache ist wirklich, da haut man ein bisschen drauf zu. Und ich meine, die Typen sind da ja schon 10 Meter entfernt, ja, würde ich jetzt mal sagen.
weiß, dass die Abstände hier im Game anders sind, aber also ich kann würde schon sagen, dass das so 10 Meter sind in Real Life. Also er dort hinten kriegt auch noch Leben. Macht sich natürlich extrem gut. Wir könnten jetzt mal gucken, das habe ich noch gar nicht geguckt, ob auch einer hier geheilt wird, wenn ich da mal hier hinten bin. Ah, im Prinzip, das sieht man auch geringfügig. Da wird im Prinzip so ein Effekt, der auf dem Boden ist, sieht man ganz kurz. Also ihr seht schon, die Reichweite, die ist relativ hoch. Also die geht jetzt ungefähr bis hier ging die jetzt, ne? Das ist schon. Vor allem mit der Ulti, erstens mal kriegen Leute Rüstungspaket außenrum und man kann halt wirklich mal jemanden übelst hinterherrennen. Und selbst wenn jemand davonläuft mit diesem Schlägel, das Hinterherwerfen da, ist auch relativ schnell wieder zur Verfügung. Und natürlich einfach dieser Schildangriff macht sich nicht ganz schlecht. Ja, und wenn wir dann mal ein normales Match reingehen, werden wir die wahrscheinlich nicht jetzt direkt kriegen. Aber wir können einfach mal schnell ein Match machen und mal gegen die spielen. Kann man nämlich auch gucken, dass man sie doch relativ gut auch logischerweise killen kann. Ich meine, Supporter, die sind ganz schnell weg vom Fenster mit dem Leben. Aber mit ihrem Schild, vorhin habe ich Junkrat gespielt, da bin ich einfach mal mit dem Reifen auf sie losgegangen, hat sie das Schild gemacht, ist wie bei Reinhardt, das juckt die dann nicht so und das Schild reflektiert im Prinzip genau diesen Schaden, der von zum Beispiel Junkrats Reifen ausgeht und weiter, ja. Selber healen tut sie sich, weiß ich gar nicht, das hab ich jetzt echt nicht geguckt. Passiv heilt Verbündete. Ist jetzt die Frage, heilt sie sich selber, wenn sie zuhaut? Wobei die ganzen Supporter sich ja selber heilen, also wird sie sich wohl auch selber heilen. So, wenn sie jetzt mal noch ein Match finden würde, danke, würde ich ziemlich cool finden. Boah. Hätte ich mir. Ich hätte sie sogar gehabt, wenn ich jetzt nicht die Nase nicht gekrabbelt hätte in dem Moment. Wieso habe ich solchen Arzt ausgewählt? Ach. Der hat ja meinen Halloween-Skin nicht dabei. Auf dem Testserver. Okay, das ist komisch. Naja, egal. Ja, die Synchronisation hat man auch auf YouTube geguckt, finden die meisten ziemlich gut. Sehen wir hier im Prinzip, es könnte die Schwester von Reinhardt sein, so nach dem Motto. Große Barriere, kleine Barriere. Von der Rüstung her sehen die auch ziemlich gleich aus. Und vor allem hier bin ich Level 53. Ist auch komisch. Also ihre Barriere ist natürlich relativ klein. Das heißt, man kann einfach easy außen rumlaufen.
Also gerade Reaper und so, die werden, der macht schon Probleme bei ihr. Oder Tracer, das macht, wird alles Probleme geben. Na, da habt ihr gerade gesehen, da haben die wieder die passive Heilung gekriegt. Wäre natürlich mal episch, wenn sie jetzt, also eine von den beiden, einen Best-of kriegen würde. Das kann ja Lebensretter sein oder so durch diese passive Geschichte. Jetzt hat sie gerade ihre Ulti gemacht. Ja, die Frage ist, wie sie sich dann auf anderen Sprachen anhört. Genji macht seine Ulti. Die andere macht ihre Ulti. Er ist direkt gestorben. Oh, jetzt haben sie wieder passive Heilung gekriegt. Ja, das ist schon ziemlich eklig. Ja, gerade gesehen, Genji war fast tot und sie hat bloß ein bisschen um sich gehauen und schon kriegen alle Healing. Seiden, es war Mercy. So, jetzt sehen wir die Frau Lindholm gar nicht mehr. Ah doch, hier ist er doch. Ah, man ist da halt relativ kurz betäubt und wie gesagt, also gerade als Reaper, da kannst du der schon echt Probleme machen. Gut, aber jetzt habt ihr gerade gesehen, ne? Die hatten schon relativ viel Heilung und Rüstung und so. Auch wenn alle fünf, glaube ich, dort waren, hab's nicht hingekriegt, da mehr als zwei zu töten. Ja, also. So, durch diese passive Heilung im großen Umkreis ist das natürlich auch ein extremer Vorteil gegenüber anderen Helden, ja. Also jeder andere Held, der kann da irgendwie nicht großartig was machen. Weil, was weiß ich, nimmst du Zenyatta, da kann eine Person heilen. Nimmst du Mercy, die muss auch immer hin und her schalten. Vor allem während sie die Ulti hat, kriegt man die, also man verliert die Rüstung, aber kriegt sie relativ schnell wieder. Also richtig gute, schon eine starke Ulti. Wenn sie halt so offensiv geht, dann bringt das auch nicht wirklich was. Sieg. So, wer hat Highlight? Genji.
So, jetzt habt ihr nochmal gehört, wie sie schreit. Ja, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von ihr haltet. Von der Brigitte. Und damit verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Bis dahin, ciao, euer Zardas.